Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. So, wir müssen jetzt ein Schwert und ein Schild holen. Und die beiden da, die sind doch sehr seltsam. Wie kriege ich die jetzt dazu zu sprechen? Vielleicht, wenn ich mich hier so ein bisschen im Gras verstecke, geht das? Oh, ich glaube, wir haben das Monster abgeschüttelt. Jetzt aber schnell, bevor es wieder auftaucht. Los, German, bring den Schild von dort. Ich gehe zum Moor und hole unser Geschenk, das Schwert. Schließlich sollte ich so schnell wie möglich an Moors Stelle nach den Kindern suchen. Also gut, Moore, ich bin gleich wieder da, also. Ein Mummo-Monster, und ich zieh weg. Na, wenn das nicht mal... wenn das mal nicht interessant ist. Was für eine Bande von Schwachköpfen. Also, welchen Weg sollen wir nehmen? Ja, wir müssen jetzt irgendwie da oben hinkommen. Ein Monster! Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Ihr nehmt das! Hey! Also da auch klettern können wir schon mal nicht. Oh, hallo Katze. Sag mir, bist du etwa von dem Falken angegriffen worden? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Vielleicht kannst du dich von hinten anschleichen, um ihn zu erschrecken. Oh. Falsch. Also gut, von hier aus kletterst du am besten aufs Dach und überraschst den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen, der wird sich noch wundern, was er davon hat. Nein, du sollst nicht runterfallen. Du sollst rüberspringen, genau. Wir können auch hier heulen. Hilft uns das denn? Ne, nicht wirklich. Aber egal, mit Nasshilfe kommen wir da schon rüber. So, wo ist denn unser Schild? Das wir haben wollen. Ich glaube, ich sehe es. Da oben ist es. Da ist ja das Schild. Das hat ja super funktioniert. Ja, und wie komme ich da jetzt ran? Du hältst den Adern schnell, drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn du mit Feuer in Kontakt kommst. Sieht irgendwie billig aus. Also gut, und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? Wie komme ich raus? Wie komme ich hier raus? Als Wolf kann ich doch nicht durch die Tür gehen, oder? Nee, dann muss ich wohl von dort gehen, wo ich auch wieder... wo ich auch hergekommen bin. Das ist doch da oben. Kannst du denn Leitern hochklettern? Nö. Hätte mich auch gewundert. Ach nee, hier komme ich auch raus. Na dann. Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich noch einmal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mao, du bist doch verletzt. Da habe ich wohl die Rede von einem Schwert gehört.
So, wir dürfen uns nicht von ihm erwischen lassen. Wir wollen den beiden ja keine Angst machen. Wir haben ja auch gar nicht vor, ihnen was zu tun. Wir sind ja auch Link. Aber da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Kann er mal von dort weggehen? Für Menschen ist es nur ein Kaff auf dem Land, für uns ist es aber fast wie das Paradies. Sieh du dich doch auch mal hier im Dorf um. Oh, ob du siehst, wenn es irgendwo blinkt oder nicht, das hängt nur von deinem Gespür ab. Ach, da sieh mal einer an, wir können es hier reingraben. So, dann holen wir uns schnell das Schwert ab, bevor noch reinkommen. Da ist es ja. Du hältst das Ordnungsschwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Wunderbar, damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du sollst noch einmal in den Wald gehen, in dem du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Midna liebe? Ernsthaft. Ist für mich eine der besten Zelda-Charaktere ever. Ich liebe Midna, die ist so cool. So, jetzt beginnt das Spiel richtig mir Spaß zu machen. Wirklich. Die Kinder haben hier früher oft gespielt. Irgendwelche Sachen im Boden vergraben und so. Wenn du hier mit Hilfe von Y-Grips findest du vielleicht noch etwas, das du gebrauchen kannst. Ja, Rubine und so gibt's hier, aber das muss ich mir jetzt nicht unbedingt alles ausgraben. Das würde viel zu lang dauern. Außerdem will ich ja nicht erwischt werden. Wer sagt das? Warte! Komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Eine Falle. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Okay, vielleicht doch keine Falle, aber auf jeden Fall sind wir gerade in einer Falle. Wie auch immer. Ja, stopp, du Vieh! Tapferer Jüngling. Xerneas. Oh, falsches Spiel. Ich bin Latuan. Einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllt
mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützen, sind von den Schatten bedeckt worden. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Firone begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Wow, der spricht ja sehr langsam. Egal. Damit haben wir jetzt einen Auftrag, die Lichtgeister finden. So. So oder so, wir wären jetzt eh wieder hier hingegangen. Sieh gut an, der Wald von Firone, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Mit sowas kämpft man also in deiner Welt. Oh, pass auf, dass du mir nicht den Kopf abschlägst. Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nicht für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen. Also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später. Es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes, der A.
Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Wir nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht so träge. Wir wollen diesen Geist schließlich finden. Na gut. Schon wieder so ein komischer Ring. Verdammt, sie haben uns eingekreist. Aber die sollen uns bloß nicht unterschätzen. Im Grunde sind das kleine Fische. Kleine, dicke Fische. Mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Das schaffst du sicher allein. Was hat die gesagt? Los, mach dich fertig. Also viel Spaß, man sieht sich. Was? Hey, kannst du mich doch nicht einfach verlassen. Ja toll, da stehen die einfach wieder auf. Genau. Was dauert das so lange? Wenn du von den Biestern nur, noch eins übrig ist, dann erweckt es die anderen mit seinem Schrei wieder zum Leben. Also gut, ich werde dir helfen. Mach einfach nur, was ich dir sage. Halte B gedrückt und ich baue ein Kraftfeld auf. Und wenn du loslässt, machst du alle im Kreis auf einmal fertig. Ja, ich konnte gerade nicht beide gleichzeitig in den Kreis kriegen. Dann hat er schon drauf los angegriffen. Dann mache ich erstmal den fertig, weil der so abseits von den anderen ist. Und dann die beiden hier gleichzeitig. Was ich auch noch mal ausprobieren wollte, funktionieren die anderen Amiibo jetzt eigentlich alle? Wenn ich jetzt hier ein Zelda-Amiibo einscanne. Nee, funktioniert nicht. Schade. Es muss wohl erst noch irgendwie aktiviert werden. Aber ich denke, allzu lange sollte das auch nicht mehr dauern. Und funktioniert das Gendorf-Amiibo schon? Nee, auch das funktioniert noch nicht. Hätte ja sein können, weil das ja eine andere Funktion hat als die anderen allgemein. So. Sei vorsichtig, der Wald hat sich verändert. Er wurde mit Schatten überzogen, von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern. Wesen der Finsternis und Dämonen beherrschen jetzt das Land. Ich bin ein Lichtgeist. Du willst hier mit klarem Blick. Suche mein Licht, fülle das Strahlen, das die Wesen der Finsternis mir raubten, in diesen Tiegel. Tiegel des Lichts, sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein X-Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden und den Strahlentau zu beherrschen. Was? Die den Strahlentau beherrschen, so. In den Schatten sind diese Käfer, ebenso wie Menschen, unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit meinem Licht findest. Ja, da überall. Sehr schön. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau, die Essenz meines Lichtes. So, diese Käfer dürfen wir jetzt suchen. Da ist zum Beispiel schon eins. Ne, sogar zwei.
Wo seid ihr? Hallo. Frage. Wie besiege ich euch? Wo seid ihr? Nicht mit dem Gespür? Ja, da sind sie, ja. Hab vielleicht einfach noch nicht richtig aufgepasst gerade. Sind da irgendwo Herzen vergraben? Oh, ich habe volle Herzen. Ja, toll. Ja, danke. Oh, wir können es da unten drunter graben. Auf der Karte ist aber noch einer eingezeichnet hier. Zwar da hinten. Hier? Nee. Wo ist er? Hallo, Käferchen. Dort scheint es auch reinzugehen. Ach, hier sind sogar zwei. Was sind das für Fische? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist doch nicht normal. Die sind ja riesig. Wie eklig. Mist, kommt mir bloß nicht zu nah. Haut schon ab. Tot. Oh, sie sind weg. Was ist hier eigentlich los? So, hier sind auch keine auf der Karte eingezeichnet, also muss ich auch hier gar nicht mal nach welchen suchen. Falsche Richtung. So, das sieht ja nicht gerade sehr gesund aus. Also, würde ich sagen, die... Obwohl, hier ist einer. Ja, den holen wir uns jetzt noch. Und den Rest holen wir uns dann im nächsten Part. Der fliegt, wie gemein. Komm schon. Weiter runter mit dir, bitte. Danke. Also, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Bis dann!